Wohin soll die Reise gehen? Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie schon geplant für diesen Sommer? Schon gebucht? Wohin soll die Reise gehen? Oder haben Sie entschieden mit Blick auf die Kasse, ach, wir bleiben dieses Jahr mal zu Hause. Das Wetter sieht ganz so aus, als könnte es ein Abenteuerurlaub werden. Wohin soll die Reise gehen? Haben Sie schon diskutiert, was ist das Ziel? Und Sie haben sich festgelegt, Sie haben sich entschieden, okay, wir fliegen dorthin oder wir schauen uns das an. Und die Planungen sind abgeschlossen, nach langen Diskussionen, wie das immer so ist. Sie haben vielleicht einen Kompromiss gefunden, aber das Ziel steht jetzt fest, wird ja auch langsam Zeit. Wir wissen, dorthin soll die Reise gehen. Und dann sehen Sie und beobachten, wie Ihr Partner oder Ihre Ehefrau, obwohl sie sich auf Italien geeinigt haben, immer noch irgendwie eine Kanutour von Schweden, die Prospekte anschaut. Das war Gegenstand der Diskussion, aber sie haben sich eben nicht darauf geeinigt. Und sie merken nach der Entscheidung, nein, wir bleiben zu Hause, das ist insgesamt gesehen besser, dass jemand trotzdem immer noch die ganzen Prospekte durchschaut oder jede Woche vom Reisebüro kommt und einen neuen Stapel bringt. Was ist dann los? Eine große Verwirrung entsteht, oft genug auch Streit. Wohin soll die Reise gehen? Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, die uns möglicherweise, was den Urlaub angeht oder die kommenden Ferien beschäftigt, hilft uns, das Evangelium besser zu verstehen. Hier steht fest, wohin die Reise geht. Sie geht nach Jerusalem. Und denn, alle Wege führen nach Jerusalem. Da sind schon viele hingegangen. Aber der, der hier geht, der sein Ziel klar vor Augen hat, der macht nicht mal irgendwie eine Besichtigung in Jerusalem. Der macht auch nicht einfach nur eine Wallfahrt nach Jerusalem. Sondern er führt den großen Weg an. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir letzten Sonntag noch über die große Prozession nachgedacht haben. Diese große Pilgerreise, auf der wir eigentlich sind. Und heute wird uns deutlich ausgerichtet, es gibt einen, der diese Prozession anführt. Diese Prozession führt zunächst nach Jerusalem. Das heißt aber, sie führt nach einem triumphalen Einzug dort in die Folter, in die Passion, in das Gequältwerden, das Leiden und ans Kreuz. Wohin soll die Reise gehen? Jesus hat das für sich klar beantwortet. Aber wir sehen, dass diejenigen, die mit ihm gehen, die ihm nachfolgen, deshalb kommen da so viele sogenannte Nachfolgeworte im Anschluss, dass die das offenbar nicht so klar haben, wohin die Reise gehen soll. Alles andere besitzt doch offenbar noch Priorität. Sei es, dass wir mal eben so ein kleines Donnerwetter veranstalten, weil irgendwer uns querkommt, weil die anderen, irgendwelche Fremden überhaupt nicht kapiert haben, wie wichtig das ist, was wir hier machen. Sollen wir Feuer vom Himmel? Das kommt immer gut, sehr eindrucksvoll. Jesus dreht sich nur kurz um und weist sie zurecht. Dafür ist kein Platz in der Nachfolge. Es ist eine ganz kleine Bemerkung des Evangeliums, die für uns aber auch gerade in unserer Zeit sehr wichtig sein kann. Wir fragen uns das doch oft. Wenn wir hören, dass es noch nie eine so starke Christenverfolgung gab wie heute. Wir sehen die Bilder. Warum ist das möglich? Warum lässt Gott das zu? Warum nicht Feuer vom Himmel? Das wäre doch mal eindrucksvoll. Da wüsste jeder gleich, wo er dran ist und würde sich hüten, noch mal was zu machen. So denken wir oft. Es ist vielleicht menschlich, so zu denken, aber auch naiv. Das ist nicht das Denken Gottes. Das ist nicht der Weg Jesu. Aber es gibt noch mehr, was nicht der Weg Jesu ist.
wenn wir das Ziel klar vor Augen haben, wohin soll die Reise gehen? Das ist unsere Lebensfrage, nicht für den Urlaub, sondern für unser Leben. Wohin soll die Reise gehen? Wir denken oft in ganz kleinen Schrittchen und bleiben dann vielleicht beim Urlaub hängen. Alles gegönnt. Aber für die große Frage des Lebens, wohin die Reise gehen soll, sehen wir heute sehr deutlich. Für diese Entscheidung, liebe Schwestern und Brüder, spielt Pietät keine Rolle. Die Toten sollen ihre Toten begraben. Spielt Komfort keine Rolle. Der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt hinlegen kann. Also von wegen die Luxusbuchung in den Himmel mit ein bisschen Sonntagsmesse und dann klappt das schon irgendwie. Zumindest im Beiboot, wenn noch nicht am großen Dampfer, aber zumindest auf irgendeinem kleinen Ding kommen wir dann schon irgendwie an. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium stellt uns klar vor Augen heute, wohin soll die Reise gehen? Diese Frage muss jeder und jede beantworten und dann auch die Konsequenzen tragen.